can keep my hands to myself. Think I'll dust them off, put them back up on the shelf. In case my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks out. I've been feeling it. Hallo Leute und willkommen zu diesem neuen Weekly Vlog. Ich weiß gar nicht, wie ich den jetzt ehrlich gesagt anfangen soll. Heute ist Donnerstag und ich habe die letzten 3 Tage nicht gefilmt und mir fällt es jetzt auch schwer, den Weekly Vlog hier anzufangen, aber es gehört halt auch dazu und ich habe halt gemerkt, dass YouTube auch wie ein persönliches Tagebuch ist und mir total viel gibt. Und ich muss jetzt leider ankündigen für die Leute, die es auf Instagram noch nicht gelesen haben, dass ich am Montag Granada einschläfern lassen musste und ich möchte da jetzt auch gerade im Moment erstmal nicht so viel zu sagen, warum und wieso. Es war grundlegend erstmal, weil sie alt ist, aber da werde ich gegebenenfalls demnächst nochmal was zu sagen zu dem Thema. Ich möchte es jetzt einfach nur sagen, dass ihr Bescheid wisst, dass sie nicht mehr da ist und dass deswegen noch 3 Pferde hier im Offenstall stehen und ihr euch bitte nicht wundert, wenn ja, sie nicht mehr zu sehen ist. Und ich bin nicht so der krass emotionale Mensch, also natürlich habe ich geheult und ich habe mich jetzt 3 Tage lang nur im Bett verkrochen. Aber ich bin nicht so der Mensch, der sich jetzt hinsetzt und hier für euch heult und euch das alles erzählt, sondern mir geht es schon nicht so gut damit. Aber ich möchte den Weekly Vlog trotzdem weiterdrehen oder weitermachen, weil ich jetzt gerade, wo sie nicht mehr da ist, total die schönen Erinnerungen habe. Und es gehört halt auch alles dazu, wenn man Pferde hat. Und deswegen gibt es auch diese Woche einen Weekly Vlog, der vielleicht nicht so enthusiastisch und positiv ist wie die anderen, die ich sonst hochgeladen habe. Aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Und hier ist die Pondi, die wartet, weil die Lassie alleine ihre Heukorbs frisst. Und ja, ich hoffe, der Weekly Vlog gefällt euch doch trotzdem. Und ja, ich nehme euch den Rest der Woche jetzt noch mit und hoffe, es gefällt euch einfach. Oh, ich bin jetzt ein bisschen froh. Bin jetzt beim IA und oh, so lieb, es regnet so mega. Bär hat sich ganz vorne schon hingestellt. Ich bin so froh, dass ich nicht bis hinten laufen muss. Ich habe nämlich meine Gummistiefel vergessen und ja, hat er mir einen Gefallen getan heute. Er will auch, dass ich eine schöne Woche habe noch. Ja, du bist der Beste. Und ich möchte an der Stelle einfach nur sagen, dass ich so unendlich froh bin, dass ich meine anderen beiden Pferde noch habe. Und dass es das natürlich nicht besser macht, beziehungsweise es macht es schon besser. Ja, es bringt Granada nicht zurück, aber sie machen es besser. Und sie sind ja auch noch da und man muss sich ja auch um sie kümmern. Und das macht es dann doch um einiges leichter. Und sie kennen sich ja auch alle schon so 4 Jahre. Und in jedem meiner Pferde ist auch immer ein Stück Granada. Das denke ich mir. Also ja, der Große stand immer mit ihr zusammen und Ia und sie kannten sich auch und ja, das möchte ich einfach nur sagen und deswegen bin ich jetzt auch wieder am Stall, weil es bringt nichts. Sie wollen ja auch versorgt werden und sie haben es auch nicht verdient, dass ich einfach nicht komme. Und ja, jetzt will ich ein bisschen reiten und ich bin sehr froh, dass ich meinen kleinen Ia habe. So, der Ii und ich sind jetzt fertig mit Reiten. Er will sich jetzt unbedingt schubbern, weil er so da geschwitzt hat. Er kommt jetzt noch mal kurz in das Solarium, wenn er fertig ist. Aber erst wird abgesattelt und noch eine kurze Zeit geruht. Und ja, oder kommt er in die Box, weil fürs Rausbringen lohnt sich nicht mehr. Es wird jetzt eh bald dunkel, dann kommen die anderen Pferde auch in den Stall. Und ja, da ist er. So. Und es war echt ganz schön, er gibt sich total Mühe. Was mir natürlich auch eine bessere Laune macht und mich auch freut. Und now,
Leute und willkommen zum nächsten Tag. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht gefilmt. Jetzt ist schon Sonntag, es hat geschneit und ich bin mit den Hunden gerade unterwegs. Sie sind einfach so super süß und bereiten mir total viel Freude. Die Woche war echt nicht so geil, ist nicht so gut gelaufen, kann man sich ja vielleicht vorstellen. Und ich hatte dann irgendwie auch nicht so krass viel Motivation zu filmen. Ich bin ein bisschen geritten auf jeden Fall und nehme euch heute auch mit zum Stall. Ich musste gerade gucken, Disney war da in so einem Graben drin. Und das will ich nicht. Und ja, jetzt gehe ich erstmal schön spazieren. Dann kommt meine Mami zum Frühstücken. Die hat auch noch nicht gesehen, wie unser neues Zuhause jetzt in einem fertigeren Zustand aussieht. Und ich habe schon ein bisschen aufgeräumt. Und dann will ich wahrscheinlich noch ein Video drehen. Ein Tauschpaket-Video für den Valentinstag. Ja, und das zeige ich euch heute alles mal so ein bisschen. Und ich hoffe, der Weekly Vlog gefällt euch auch wenn er diesmal ein bisschen anders ist. Ja, könnt ihr ja wahrscheinlich verstehen. Auf jeden Fall sehen wir uns dann später wieder. So, wir haben jetzt gerade Lassie reingeholt und die bekommt jetzt ihre Heukops. Wie ihr wisst, vorher hat sie immer mit Granada gefressen. Jetzt frisst sie alleine. Und nachts standen ja der Große und die alte Stute von meinen Eltern, also die andere Stute, immer in der Box. Und Lassie und Granada standen im Offenstall. Und jetzt steht der Große mit Lassie nachts im Offenstall, damit sie nicht alleine ist. Und die verstehen sich auch sehr gut. Und ich werde, denke ich, noch mal ein Video, jetzt wo quasi fast eine Woche rum ist, habe ich mich dazu entschlossen, demnächst irgendwann mal ein Video zu dem Thema ein Pferd gehen lassen zu machen. Aber da brauche ich selber noch ein bisschen, um das zu verarbeiten. Aber ich kann euch sagen, so mal ganz kurz vorweg, dass Lassie dabei war und dass sie es verstanden hat, weil die Granada und Lassie haben sehr, sehr, sehr dolle aneinander gehangen und wenn man jetzt eine von beiden weggeführt hätte, wäre die andere quasi voll ausgerastet. Also die haben sehr doll aneinander gehangen. Und wenn ich Granada jetzt einfach weggeführt hätte, dann wäre Lassie voll, hätte gewiehert, geschrien, gemacht, unruhig geworden, nervös. Und dadurch, dass sie dabei war, hat sie sie nicht einmal gerufen. Sie sucht sie nicht. Sie weiß halt einfach, was passiert ist. Und deswegen ist es okay und sie frisst auch gut. Und natürlich ist sie so ein bisschen bedrückt, aber das sind wir ja auch. Und ich meine, die haben jetzt echt eine lange Zeit zusammen verbracht. Also ich denke so um die 15 Jahre. Und ja, deswegen ist es, glaube ich, okay in Anführungsstrichen. Ich meine, Lassie ist auch schon 29, die ist auch kein Jungspund mehr. Und deswegen, aber nur damit ihr mal so ein bisschen Bescheid darüber wisst. Aber ich werde da nochmal ein extra Video zu drehen. So, der Große und ich haben jetzt ein bisschen Wellness gemacht. Er hat den Schweif frisch gewaschen bekommen und bekommt ihn jetzt gleich noch geschnitten. Und jetzt ist er unterm Solarium und er braucht das jetzt auch, weil ihm geht es auch nicht so gut. Er kennt sie ja auch schon so lange und auch wenn er das nicht so äußert, indem er das dann nicht frisst oder irgendwie so, man merkt es halt doch. Und ja, und deswegen
habe ich gedacht, ich tue ihm mal was Gutes. Und ab nächste Woche wollen wir auch wieder ein bisschen anfangen zu arbeiten. Das heißt, ein bisschen ausreiten gehen und den IA als Handpferd mitnehmen. Sehr großer, das wollen wir jetzt in Zukunft machen. Er hat jetzt schon keine Lust mehr und deswegen verabschieden wir uns für diese Woche. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder und ich hoffe, die nächste Woche wird besser. Ich gehe da aber von aus. Also, ich hoffe, dieser Vlog hat euch trotzdem gefallen. Ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, hinterlasst mir auch gern ein Abo und dann sehen wir uns nächste Woche. Tschüss!